Überraschungstest! Oh mein Gott! Ja, Mann! Dinge, die Teenager nie sagen. Wisst ihr, was ich niemals machen würde? Die Hausaufgaben bei irgendjemandem abschreiben. Nee. Ja, geht gar nicht. Und schon gar nicht im Bus auf dem Weg zur Schule. Wie du bist das denn? Das geht gar nicht. Oder dem Lehrer die Hausaufgaben vom letzten Mal zeigen. Die auch richtig uncool. Nee. Was macht denn sowas? Musical.ly? Was ist das denn? Wisst ihr, was richtig eklig ist, was ich letztens gemerkt habe? Mhm. Meine Brüste wachsen voll. Ich habe schon fast ein A-Körbchen. Das ist voll eklig. Das geht mir genauso. Ich finde das so ekelhaft, ne? Ich möchte das die ganze Zeit verstecken. Ich werde die noch größer, habe ich das auch? Nein, meine sind ganz noch richtig, richtig schön flach. Hast du das? Wie bleibt das so? Werbung. Ach, ich finde das aber voll schön, dass man diese Werbung gar nicht wegskippen kann. Ja, dann kann ich mir die da angucken. Ich folge doch nicht Kylie Jenner auf Instagram. Wisst ihr, worauf ich mich richtig freue? Mhm. Auf meinen allerersten Termin beim Frauenarzt. Ja. Oh, cool, ich finde das toll. Ja, ich habe gehört, das soll super entspannt sein. Ich finde, alle Lehrer an unserer Schule bringen uns voll viel bei und bewerten uns richtig fair. Komm, was ich euch noch zeigen wollte, meine Eltern haben wieder auf Facebook so ganz alte Babyfotos von mir hochgeladen. Ah, voll süß, auch wo ich nackig bin. Und hier habe ich gerade ins Planschbecken gekackt. Ach, wie geil. Foto hatte ich auch. Ja, ich wünschte, meine Eltern würden viel öfter solche Fotos von mir hochladen. Ja, finde ich auch toll. Weißt du, was mich richtig nervt? Hm? Meine Eltern sind immer total sauer auf mich, weil ich so viel im Haushalt helfen will. Was? Ja, ich mache das so gerne, aber die sagen immer, hör auf. Und die gönnen auch echt keinen Spaß, ne? Ja. Die gönnen einem das nicht. Nein, Papa, du nervst, ich will nicht noch mehr Taschengeld! Ich hatte noch nie ein Ohrwurm von Justin Bieber. Und wehe, du kaufst mir ein Auto, wenn ich den Führerschein geschafft habe, Papa! Oh, wisst ihr, was wir jetzt voll geiles machen könnten? Was denn? Hausaufgaben! Ja. Oh, ja. Voll Bock drauf. Aber ich habe gar nicht so viel aufbekommen. Kann ich nicht einfach von euch ein bisschen was mitmachen? Klar. Echt? Los geht's! Geil! Geil. Voll ab, ey! Woo. Weißt du, was ich in meiner Freizeit am allerliebsten mache? Mein Zimmer aufräumen. Also diese Filter bei Snapchat sind richtig kindisch mit so einem Hund und so, ne? Ja, was soll das? Benutzt doch kein Schwein, oder? Aber dieses komische mit dieser Blumenkrone hier. Würde ich niemals benutzen. Sieht voll bescheuert aus. Und hier mit der Zunge? Was soll denn das? Das scheint affig. Das ist so Hammer, dass meine Eltern mich am Wochenende bis 19 Uhr ausgehen lassen. Echt so lange? Ja. Ich habe noch nie Sport wegen angeblicher Periodenschmerzen geschwänzt. Meine Eltern haben mir sogar verboten, komplett wegzugehen. Geil, finde ich voll nett. Ja, ich finde das auch richtig toll. Mama, bitte sperr mein Smartphone weg, ich hasse es, am Handy zu sein. So geht das! Überraschungstest! Oh mein Gott! Schreibt uns in die Kommentare Dinge, die euch noch einfallen, was ein Teenager heutzutage niemals sagen würde. Und das war's noch nicht ganz mit dem Thema. Wir haben nämlich themenbezogen alle zusammen noch zwei weitere Videos gemacht. Auch auf dem Kanal von Betty, auf dem Kanal von Lisa. Was hast du gemacht, Lisa? Bei mir findet ihr ein Video über Dinge, die man sagt, wenn man erwachsen ist oder gerade erwachsen wird und die man sich als Teenager niemals... Dass man hier wirklich sagt. Genau, hier verlinkt und in der Infobox und abonnieren nicht vergessen. Genauso wie bei Patty H. Was hast du gemacht? Und bei mir haben wir über das Thema gesprochen, woran man merkt, dass man alt wird. Also nicht, dass man erwachsen wird, sondern dass man wirklich alt älter wird. Also so Mitte, Ende 20, schon so, vielleicht auch mit 30. Also da, auf jeden Fall. Guckt euch auf jeden Fall die beiden Videos an. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.